Herzlich willkommen zum nächsten Erklärvideo. Heute geht es um die Berechnung von Flächeninhalten zwischen Funktionsgraphen. Wir sehen hier die Abbildung von zwei Funktionsgraphen, nämlich f von x gleich 1 Drittel x² plus 1 und g von x gleich 1 Drittel x plus 5. Uns geht es um die Fläche, die dazwischen liegt. Wie arbeiten wir, wenn wir diesen Inhalt berechnen wollen? Nun, als erstes müssen wir die Schnittpunkte der Flächen herausbekommen. Das ist relativ einfach. Und die gesamte Fläche in unserem Fall liegt im ersten Quadranten. Es sind keine weiteren Unterteilungen notwendig. Also, wir berechnen die Schnittpunkte, indem wir die beiden Gleichungen der Graphen gleichsetzen, erhalten als Schnittpunkte x1 gleich minus 3 und x2 gleich 4. Für den Flächeninhalt müssen wir dann die Flächen unterhalb dieser Graphen subtrahieren. Das geht schrittweise recht einfach. Zunächst die Stammfunktion von g von x in den Grenzen von minus 3 bis 4 und wir subtrahieren davon die Stammfunktion von f von x in den Grenzen von minus 3 bis 4. Unser f von x ist 1 Neuntel x hoch 3 plus x, also Groß f von x. Groß g von x ist 1 Sechstel x² plus 5x. Setzen das ein. Zunächst in die Funktion Groß g von x, die Stammfunktion, setzen wir zunächst die 4 ein, dann die minus 3 und dann in Groß f von x 4 und minus 3 eingesetzt. Schrittweise vereinfacht und berechnet. Wir kommen so auf einen Wert von 343 Achtzehntel. Wenn wir uns jetzt die Fläche zwischen zwei Funktionsgraphen mal genauer anschauen und mal schauen, was passiert, wenn die an unterschiedlichen Stellen im Koordinatensystem liegen. Im ersten Fall liegen sie beide im ersten Quadranten, alles wie gehabt. Jetzt liegt die Fläche ein Teil oberhalb und ein Teil unterhalb der x-Achse. Hier liegt die Fläche komplett unterhalb der x-Achse. An der Fläche, an der grau gefärbten Fläche, hat das aber nichts geändert. Das heißt, die muss gleich sein. Es ist unerheblich, wo sich die Fläche befindet für ihre Größe, klar. Es gilt also, dass dieses Integral, der Flächeninhalt, immer der Fläche unterhalb von f von x minus unterhalb von g von x beträgt. Das kann ich vereinfachen, das kennen wir schon. Und jetzt mal zur Begründung. Ich kann ja einen Summanden plus k einführen, der beide Graphen oberhalb der x-Achse oder nach oberhalb der x-Achse verschiebt. Und wenn ich diese beiden den gleichen Summanden jeweils einfüge, dann löst der sich ja wieder auf. Einmal wird er addiert, einmal wird er subtrahiert am Ende, sodass ich dann wieder meine ursprüngliche Gleichung habe. Dieser Summand, der zusätzlich eingeführt würde, spielt also keine Rolle. Das heißt, meine Fläche bleibt tatsächlich immer gleich. Und das bedeutet für zum Beispiel eine so aussehende oder zwei so aussehende Funktionen, und die Frage, berechne die Fläche, die von diesen beiden Funktionen in einem Intervall eingeschlossen wird, bedeutet in unserem Fall zum Beispiel, dass das so aussehen kann. Und jetzt ist allerdings eine Unterteilung notwendig, nämlich immer an den Punkten, also von a bis f ist das Intervall, das ich betrachten möchte, und immer an den Schnittpunkten der Funktion muss ich meine Gleichungen oder meine Intervalle jeweils unterteilen und muss dann die Flächen einzeln ausrechnen und aufsummieren. Ich habe also hier in diesem Fall fünf Teilflächen, die ich jeweils mit einem Integral belegen muss. Und das ist dann die Summe meiner Gesamtfläche. Das könnt ihr bitte übernehmen und wir sehen uns in der nächsten Mathestunde.